Wenn schon das Glas Orangensaft am Morgen oder den Äpfel zwischendurch ein Problem macht, dann redet man in der Medizin nicht selten von einer sogenannten Fruchtzucker- oder Fructoseunverträglichkeit. Aber so klar der Begriff scheint, so schwierig ist es für die Ärzte, Diagnose zu stellen. Das zeigt auch unser kleiner Versuch. Diese drei Hausärzte stellen sich einem Experiment. Thomas Ermatinger, Felix Huber und Kaspar von Blara. Wir spielen Ihnen auf dem Computer vor, wie mehrere Patientinnen ihre Beschwerden schildern. Alle leben mit der Diagnose Fruchtzuckerunverträglichkeit. Ich hatte relativ oft Kopfschmerzen und Halsweh, die schnell so grippige Gefühle gemacht haben. Rückenverspannungen, Schlafstörungen. Ich war psychisch nicht so gut zu Wege, einfach wirklich Kraft, wie so ein bisschen auspumpt am Boden. Viele Jahre Zyklusstörungen und durch das auch ein Fruchtbarkeitsproblem. Das kann ein Mangel sein an etwas sein, das kann aber auch eine psychosomatische Krankheit sein. Wie man es auch sieht, zum Teil bei Depressionen, Leute, die in einer Lebenskrise sind, vielleicht in einer Burnout-Situation sind. Es können ganz viele verschiedene sein. In einer zweiten Runde wird es deshalb konkreter. Bauchweh, Bauchkrämpfe, Durchfall. Einfach unter dem Völlegefühl immer Luft oben raus, unten raus. Es ist mir schlecht gewesen. Nach dem Essen hatte ich Mühe. Allerfalls eine Laktosenintoleranz. Ein Reizdarm würde ich jetzt zuallererst mal denken. Das spricht alles für Reizdarm, aber auch das ist einfach ein Sammelbegriff für einen verspannten Dickdarm. Und das wiederum ist auch nur ein Symptom für etwas anderes. Also es kann Stress sein, es kann eine psychosomatische Krankheit dahinter sein. Die Ärzte sind nah dran mit ihrer Ferndiagnose. Wir lösen das Rätsel. Die Patientinnen berichten, wie gut es ihnen geht, seit sie auf Fruchtzucker verzichten. Ich habe das am Anfang meinem Mann etwa 7 Mal am Tag gesagt. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel wöhler ich mich jetzt fühle. Ich habe das Gefühl, ich habe viel mehr Energie. Meine innerliche Unruhe ist weg. Also, sozusagen, ich war total ruhig zum ersten Mal. Zufriedene Stimmen nach meist langer Leidensgeschichte. Trotzdem bleibt bei den Ärzten eine gewisse Skepsis. Die Diagnose Fructoseunverträglichkeit allein greift allen zu kurz. Ja, die Massnahmen, die man ergreift, führt zu einer positiven Erwartungshaltung und alles führt zu einer Besserung. Die Frage ist immer, wie lange dauert es an? Da ist auch das Vertrauensverhältnis wichtig und dass man eben die Leute ernst nimmt und am Thema dranbleibt, die Leute nicht abfertigt und sagt, ja, wir haben da nichts gefunden, sie haben nichts und dabei haben sie klare Beschwerden. Das scheint eine diffuse Geschichte mit dieser Fructose, Herr Kiesling. Kennen Sie das auch aus der Praxis? Es ist wirklich ein alltägliches Bild. Und das ist auch nicht die Diagnose, die man einfach dann stellen kann, wenn der Patient kommt und mit diesen Beschwerden. Sondern es braucht viel Gespräch, man muss hören auf den Patienten, wann hat er diese Sachen und so. Und es braucht Zeit. Und selbst wenn man dann einmal so eine Diagnose von so einer Unverträglichkeit gestellt hat, muss man sehen, dass es beeinflusst werden kann, auch dann durch Psyche, man hat dann Angst. Und das ist so wirklich ein diffuses Gemisch halt von Beschwerden und Symptomen. Ja. Wir haben auch einen Magen-Darm-Spezialist bei uns, Michael Fried vom Unispital Zürich. Jetzt, welche von diesen Symptomen, die wir gehört haben, kann man wirklich der Fructose unter Umständen zuschieben? Also Durchfall, Blähungen, Bauchweh, Völlegefühl, das sind so typische Beschwerden, die allenfalls können der Fruchtzucker, Fructose zugeschrieben werden. Aber warum sind denn die Frauen auch überzeugt davon, dass Zyklusstörungen und Schlafstörungen usw. davon kommen? Das sind die Beschwerden, wo es gute medizinische Evidenz gibt. Bei den anderen bin ich mir nicht so sicher. Natürlich kann eine Fruchtzuckerunverträglichkeit ist ja häufig kombiniert mit dem Reizdarm, mit Reizdarmbeschwerden. Und das kann natürlich stressen. Ja. Die Patienten haben weh und sind dadurch unwohl und stresst sie und das verstand ich, aber man muss aufpassen, dass man nicht alle Beschwerden den der Fruchtzucker zuschreibt. Wie reißt dann vielleicht zum sagen, dann ist man einfach wie eh überempfindlich oder empfindlich auf vieles? Ja, das ist natürlich eine Einschränkung vom Leben, wenn sie Fruchtzucker nicht können vertragen und dann immer wieder Bauchweh haben und Durchfall. Das sind Beschwerden, die einen im Alltag können behindern können. Das kann natürlich andere Beschwerden dann auslösen, das kann ich mir schon vorstellen. Jetzt haben wir aber gehört, dass jeder Zehnte offenbar davon betroffen ist. Ist das realistisch? Ja,
Man muss Folgendes sagen, etwa jeder Zehnte in der Schweiz hat den Reizdarm. Und Reizdarm und Fruchtzuckerunverträglichkeit, das sind überlappende Syndrome. Fruchtzuckeraufnahme ist bei Menschen ein Problem. Der Mensch ist nicht dafür gebaut, größere Mengen von Fruchtzucker aufzunehmen. Und der Fruchtzucker, der nicht verarbeitet wird, der wird dann bakteriell abgebaut und es entstehen Gase. Und nur etwa jeder Zehnte hat aber Beschwerden, aber jeder Dritte verträgt den Fruchtzucker nicht. Also ganz viele Menschen haben Fruchtzucker, haben ein Problem der Aufnahme, aber sie haben keine Beschwerden. Nicht so starke Beschwerden. Wir reden gerade noch weiter. Wenn Sie auch Fragen haben zu Fruchtzuckerunverträglichkeit oder generell zu Nahrungsmittelunverträglichkeiten, ab jetzt können Sie anrufen mit Magen-Darm-Spezialisten am Beratungstelefon reden. 0848 00 23 23, oder Sie chatten srf.ch/gesundheit. Was man mit Sicherheit kann sagen, es gibt Menschen, die den Fruchtzucker nur schlecht verwerten können. Warum? Dazu haben wir eine kurze Grafik. Die Erklärung liegt im Dünndarm verborgen, dort, wo der Fruchtzucker ins Blut aufgenommen wird. Dazu braucht es in den Schleimhautzellen Transportmoleküle, GLUT5 genannt. Diese erlauben dem Fruchtzucker, durch die Dünndarmwand in die Blutbahn zu gelangen. Bei einer Fructoseunverträglichkeit hat es zu wenig GLUT5 im Dünndarm. Ein Großteil der Fructose wandert darum entlang des Dünndarms bis in den Dickdarm, wo Fruchtzucker eigentlich nicht hingehört. Die dort ansässigen Bakterien vergären den überschüssigen Fruchtzucker. Bei dieser Zersetzung entstehen Gase: Kohlenstoffdioxid, Methan und Wasserstoff. Es kommt zu Blähungen, Durchfall, Übelkeit und Völlegefühl. Der Wasserstoff im Darm kann man über die Atemluft messen und bekommt so einen Hinweis darauf, ob eine Fruktoseintoleranz könnte bestehen. Im Baselbiet haben wir eine Allgemeinpraktikerin besucht, die sich auf das spezialisiert hat. Fruktoseabklärungen gehören bei ihr zum Tagesgeschäft. Von weit her kommen Patientinnen zu Verena Meyer, meist mit langen Krankengeschichten. Sie führt Symptome häufig auf Fruktose oder andere Nahrungsunverträglichkeiten zurück und steht damit unter Medizinern ziemlich allein da. Eine Zeit lang hat es mir auch Mühe gemacht, so ganz allein auf der Strecke zu sein. Und jetzt unterdessen macht es, weil es so erfolgreich ist, ich bin der Medizin noch nie so erfolgreich gewesen wie in den letzten 3 Jahren, macht es nur auch Lust. Mehrere Patientinnen gleichzeitig sind an diesem Morgen da, um testen zu lassen, ob sie Fruktose vertragen. Auf nüchternen Magen wird dazu zuerst der Wasserstoffgrundwert in der Atemluft gemessen. Nüchtern ist der Wert nahe bei Null. Das ist jetzt der Grundwert, bevor wir... Dann setzt Verena Meyer Testdrinks an. Zwischen 25 und 35 Gramm Fructose sind darin gelöst. Das entspricht etwa 3 rechten Äpfel oder 3 Pfirsich. Das war ihre Trink da, ihre Magen trinkt, dürfen sie mit dem ins Wartezimmer. Ist die Fruktose drin, heißt es auf die Wirkung warten. Damit die Zeit nicht lang wird, gibt's Gruppenaufklärung zur Fruktoseunverträglichkeit. Dazwischen alle halbe Stunde ein Atemtest, 4 Stunden lang. Die Werte beginnen zu steigen. Ein Wert über 10 wird hier als zu hoch bewertet. Auffällige Symptome gehören neben dem Testwert mit zur Diagnose. Also Kopfweh habe ich, den Magen rumort und eben das Mundgeruch, also einfach das komisch. Ja, irgendwie. Ja, ich habe ein bisschen den Eindruck, was sie so an mir durchgekommen sind, dass so etwas kommt. Mhm. Je höher der Testwert, desto eindeutiger der Befund und damit die Konsequenzen. Also eine astronomische Wertblase. Okay. Ja. Also das heisst, sie wissen, dass es nicht mehr gleich weitergeht mit ihrer Ernährung wie bisher. Also sie werden müssen umstellen. Doch auch ohne eindeutigen Test ist eine Unverträglichkeit für Verena Meyer nicht ausgeschlossen. Sie haben ganz eindeutig eine leichte Fruchtzuckerunverträglichkeit. Aber aufgrund von dem, dass sie mir erzählt haben, sie haben Schlafstörungen, seit sie 14 sind, gehe ich davon aus, dass sie wahrscheinlich eine schwere hätten.
Fruchtzucker einschränken, bis die Symptome verschwinden und bedenkliche Lebensmittel erkennen. Das ist die Botschaft des Morgens. Große Hoffnung allseits auf durchschlagenden Erfolg. Ich weiß jetzt, was ich machen kann, damit es mir wieder besser geht. Gesundheitlich und ich auch ja, mehr Kraft wieder habe für den Tag. Ich habe sehr viel Input bekommen. Es hat sich gelohnt, dass ich da vom Tessin da gekommen bin. Ich denke, ich komme positiv runter. Medikamente gibt es keine mit auf den Weg. Dafür Süßprodukte mit reinem Traubenzucker. Für alle Fälle. Ja, ein Haufen Abklärungen, Aufklärungen. Man hat ein das Gefühl, es läuft jeden am Schluss mit der Intoleranz raus. Läuft das bei Ihnen auch so ab, Herr Fried? Also wir sind sehr zurückhaltend mit den Atemtests. Jeder dritte Patient hat hohe Werte, das bedeutet noch nichts. Und entscheidend sind die Beschwerden des Patienten. Was wir machen, ist, wenn der Patient Beschwerden hat, die könnten passen zu einer Fruchtzuckerunverträglichkeit. Und das sind für uns sehr bestimmte Beschwerden, wie ich vorhin erwähnt habe, Durchfall, Bleige, Bauchweh. Und weniger die Beschwerden, wo eigentlich keine klare Evidenz da ist, wie Kopfweh und Schlaflosigkeit. Also aufgrund von so einem Test kann man sicher nicht auf irgendwelche Symptome schließen. So ist es. Der Test allein sagt nicht, dass diese Fruchtzucker schlechte Aufnahme von Fruchtzucker, was es ja ist. Aber wir haben ja gehört über astronomische Werte. Das bedeutet alleine nichts. Viele Patienten haben sehr hohe Werte, aber haben Beschwerden, die damit überhaupt nichts zu tun haben oder keine Beschwerden. Also der Test selber für sich allein gesehen hat keine große Bedeutung. Viel wichtiger ist es dann, wenn der Verdacht besteht, dass man mit der erfahrenen Ernährungsberaterin dann dem Patienten kann ein Programm anbieten, wo man das sinnvoll abklärt, ob das überhaupt etwas bringt, der Fruchtzucker und ähnliche Zucker übrigens, ist nicht nur der Fruchtzucker, wegzulassen oder nicht. Genau, das, zu dem Thema kommen wir jetzt, nämlich Fructose ist längst nicht nur in den Früchten enthalten, sondern auch in Gemüse. Es wird diverse Produkte künstlich zugesetzt. Ja, sogar der Haushaltszucker besteht zu 50% aus Fructose. Also wenn man den vermeiden will, dann muss man aufpassen wie ein Häftlimacher. Wir haben eine Frau beim Posten begleitet, die wegen Fructoseintoleranz ihre Ernährung vor 3 Jahren konsequent umgestellt hat. Und mittlerweile hat sie einen scharfen Blick für Fructose entwickelt. Wenn Nadia Fee einkauft, ist alles ein bisschen anders. Vieles, was für andere gesund ist, ist für sie tabu. Also der Honig ist jetzt ein Beispiel, wo ein No-Go ist für jemanden, der Fruktoseintoleranz hat, weil es hat 30 bis 40 Gramm Fruktose drin auf 100 Gramm Honig. Also ich habe gerade Grippesymptome, wenn ich das nehme. Auch bei der Confi braucht sie gar nicht erst anzuhalten. Die besteht aus Früchten und Zucker. Unmöglich. In der Früchteabteilung aber gibt es ein paar wenige Ausnahmen. Erdbeeren zum Beispiel enthalten nur wenig Fruchtzucker. Genauso der Rhabarber. Das kann man sehr gut brauchen, auch zum Confi machen zum Beispiel. Obwohl sie seit 3 Jahren fruktosearm einkauft, muss auch Nadia Fee immer mal wieder in der Tabelle nachschauen. Für sie mit ihrer starken Unverträglichkeit sind auch kleine Mengen schon zu viel. Trauben etwa kommen nicht in Frage. Äpfel sind heikel. Und ganz übel ist es bei der Birne mit dem Fruchtzucker. Und darum kommt die absolut nicht in Frage. Also die ist eine der schlimmsten Früchte zu messen. In den meisten Abteilungen gibt es für sie nichts zu holen. Bei den Fruchtsäften schon gar nicht. Die nötigen Vitamine bekommt sie übers Gemüse. Da geht fast alles. Doch selbst hier gibt's Fallen. Also der Knoblauch gehört auch zu den Sachen, wo sehr, sehr viel Fructose drin hat und absolut nicht gehen zum Kochen. Beim Brot heißt's, je weißer, desto besser. Das dunkle Vollkornbrot bleibt im Regal. Süßgetränke natürlich sind Gift. Genauso wie Dörrfrüchte. Die strotzen nur so vor Fruktose. Dafür ist anderes erlaubt. Also die Chips gehen super. Die nehmen wir immer und die haben auch keinen Zucker drin. Überraschung bei den Zuckerersatzstoffen. Die meisten sind für Nadia Fee tabu. Also wenn ich eins esse, passiert wahrscheinlich noch nicht so viel. Aber so nach ein paar komme ich im Speziellen jetzt Halsweh über. Beim fruktosearm Einkaufen geht es nicht um vollständigen Verzicht.
Was noch verträglich ist, lernt jeder mit der Zeit. Am Anfang war es schon schlimm, vor allem bei den Süßigkeiten. Sonst nicht so. Und mit der Zeit wächst man einfach rein, ja, und jetzt ist es nicht mehr schlimm. Sagt's und geht nach Hause, um mit Traubenzucker selber Schokolade zu machen. Ja, sehr konsequent, Herr Fried, die Frau. Ist das, was man machen muss? Nein, ich denke nicht. Wir machen das am Universitätsspital Zürich so, dass wir versuchen herauszufinden, was der Patient individuell verträgt und was nicht. Es braucht dazu unbedingt die Erfahrung von einer Ernährungsberaterin, die auf dem Gebiet arbeitet. Und wir machen das in drei Phasen. In der ersten Phase lassen wir alles weg. Alle die Fruchtzucker und FODMAPs, wie die heißen im Fachausdruck. Ja. In der zweiten Phase schauen wir, was individuell vertragen wird. Wir fügen die schrittweise hinzu. Und dann in der dritten Phase versuchen wir, eine Ernährung zu finden, die möglichst wenig einschränkend ist und wo der Patient kann möglichst viel essen kann. Mhm. Weil es ist eine Langzeiternährung. Und da versucht man, den Patienten so wenig Einschränkungen wie möglich aufzubürden. Also eben, man kann den Körper nicht daran gewöhnen, an die Fructose damit besser umzugehen, aber man geht wirklich, man tut sich die Schmerzgrenzen ausloten. So ist es. Ja. Es ist ein schrittweises Vorgehen in Begleitung von einer Ernährungsberaterin. Und dann hat am Schluss der Patient eine auf ihn zugeschnittene Ernährung, wo möglichst wenig ihn in seinem Alltag einschränkt. Weil es geht einem ja auch vieles Gesundes ab, oder? Wenn man also Fructose so konsequent versucht zu streichen. Ja, also wenn man wirklich Fructose und alle diese Zucker, die das beinhaltet, diese Familie, diese FODMAPs, wie ich sie nenne, weglässt, dann ist das derart einschränkend, dass ich das auch als ungesund würde bezeichnen. Und das ist auch kaum durchführbar über die Jahre. Es ist viel besser, man findet etwas, wo der Patient so wenig wie möglich einschränkt. Ja, das nehmen wir gerne so mit. Ich danke Ihnen, Herr Fried, für Ihren Besuch. Ich darf Sie weiterschicken in den Expertenchat. Das heisst, Sie können heute Abend noch bis um 11 Uhr Fragen stellen zu Fruchtzuckerunverträglichkeit, aber auch generell zu Nahrungsmittelunverträglichkeiten. 0848 00 23 23. Über die Nummer kommen Sie ins Beratungstelefon und im Chat über srf.ch/gesundheit.